Bitte Sie! Was, wenn man es gar nicht gehört hat? Bist du ein Gypsy oder was? Da wollte ich sagen, Prügelchen und Phänomen. Dark Souls 3. Dark Souls 3. In der letzten Folge hat er Siegfried die Brechbüchse besiegt, King Kong Bundy in den Boden gestampft und Japanese Pornstar das zweite Mal besiegt. Was werden wir heute sehen? Werden wir heute den bestimmten Gegner sehen, auf den er es abgesehen hat? Eine Woche ist vergangen. Ach, Scheiße. Also seid gespannt auf die fünfte Folge. Fat Man Fetting. Fat Man Fetting? Ja, keine Ahnung. So soll ich die Folge nennen? Fat Man Fetting? Fat Man Fetting. Fat Man Fetting? Okay. Kein Problem. So, wir rennen jetzt hier mal durch, weil da ist ein Item. Nur Kraut, Gemüse für die Veganer. Veganer? Habt ihr was gegen Veganer? Ja, Fleisch. Oh. Oh. Ja, ich glaube, es wäre vielleicht doch besser gewesen, wenn wir uns kennen. So, kommt die andere auch noch runter? Pass auf, jetzt kommen die anderen vier da hochgeklettert und kommen hierher. So. Aber, was ihr nicht wusstet, in der fünften Folge führen wir neue Charaktere ein. Wir benutzen ein seltenes Item. Wir nennen es Glut. Wir holen jetzt Löwenritter Albert. Löwenritter Albert. Du musst erst in die Kirche, ne? Was ich? Wegen dem Symbol. Das heißt, du musst gegen Siegfried die Blechbüchse und Siegfried die Brechbüchse antreten. Das wird spannend. Das wird spannend. Okay, Tag Team Action. Tag Team Action. Tag Team Action. Blech und Brechbüchse. Löwenritter Albert und Fett gegen Siegfried die Blechbüchse und Siegfried die Brechbüchse. Wer wird gewinnen? Alright. Tippert eure Wetten unten rein. Schnell, bevor Siegfried losgeht. Nein, was tut er denn da? Stopp! Die Wetten! Die Wetten! Oh nein! Siegfried! Die Brechbüchse ist down! Down, aber down! Wir müssen Albert helfen! Sonst ist er gleich down! Dann kann er uns... Blut! Schöne Aktion, schöne Aktion! Gewonnen! Da hat's Fett mal wieder Fett hinter den Ohren. Wer hätte das gedacht? Die Kirche zünden wir ein andermal an. Okay. Ich will die auch noch brennen sehen. Die ist toll, wenn die brennt. So, bla bla bla. Wenn ihr wissen wollt, was die sagt, drückt auf Pause. Also. Eigentlich ist es völlig unwichtig. Ja, okay. So erfährt man eigentlich die Story, ne? Aber... bla, bla, so. Nochmal reden? Wir haben genug geredet. Wir haben keine Zeit. Wir haben 10 Minuten. Ja. Der Endboss ist in 3 zu schaffen. Du planst für mich jetzt etwa... Nein, lass es sein. Ich hab Albert dabei. Albert ist sowieso leicht tot. Du brauchst Albert. Ja. Wenn Albert nicht gleich jetzt sogar bei den beiden kleinen Pupsen stirbt. Ja, das wäre hier wohl zu verhindern. Vorher wo es wäre, hieß ja, ne? Hm. Oh, Albert hat sich geheilt. Der Tritt ist immer so kacke, Alter. Man will gerade voll mit der Axt zuhauen und dann, ja, treten wir einfach mal zu. Da kam Albert von hinten. Doch, wir sind nicht allein. Wir holen noch. Wir haben einen neuen Verbündeten. Aus Folge 2? 2, ja. Okay,
Was Folge 2? Musashi die Klinge. Johnny. Johnny, nicht Johnson. Johnson wäre geiler gekommen. Aber Johnson ist mir nicht eingefallen. Musashi die Klinge, Johnny. Albert Löwenherz, hast du nicht gesehen. Löwenritter Albert. Sag ich ja. Und Fan. Gegen, wie nennen wir ihn eigentlich? Na Fan, achso. Gegen Happy Hippo Beatrix. Happy Hippo Beatrix. Tippert jetzt eure Wetten ein, solange der Cutscreen noch läuft. Schnell ein Yes für unsere drei Faddies oder ein No. Die Faddies. Für die Happy Faddies. Hippo Gisela. Nein, das ist Happy Hippo Beatrix. Beatrix. Beatrix hört sich schon Happy Hippo mit sich an. Guckt euch jetzt an, bitte. Happy Hippo Beatrix versus Faddies. Faddies. Ich hoffe, eure Wetten sind eingetippert. Wenn nicht, drückt nochmal kurz auf Pause, bevor es richtig losgeht. Tippert sie und nein und dann... Wo sind meine Faddies? Beatrix hat den Weg verstückt. Habt ihr die Rolle gesehen? Unten durch? Habt ihr den Schlag gesehen? Oben drauf? Ja. Ich kann auch, solange die da sind, kann ich dann so ein bisschen auf Distanz gehen. Und das ist Taktik, Distanz. Ja, so ein bisschen, ne? Also es ist gar nicht mal so schlecht, wenn man Verbünde hat, da hat, die zu opfern. Ich meine, jetzt Musashi, die Klinge, die wollte mich schon killen, ja? Also er hätte es verdient, wenn er drauf geht. Aber Albert doch nicht. Albert wird nicht sterben. Albert ist Zufall auch lässig. Albert hat die Farben, musst du. Albert ist ein Löwenritter. Und Löwenritter wird man nicht einfach so. Nein, Schnauze. So. Rage Mode! Happy Hippo ist im Rage Mode! Happy Hippo Beatrix. Das wird nichts. Happy Hippo Beatrix. Immer wenn du hungrig bist, wirst du zu Diva. Also ist eine Twix, Mrs. Beatrix. Das war wohl nichts mit deinen kleinen Tricks. Ich bin ein Rapper. Nein, ihr Lenn. Oh nein, Löwenritter Albert ist durch. Löwenritter! Ich weiß nicht, wo ich bin, ich sehe nichts. Bibo! Sieg für Feld! Das Feuer ist zerstört. Ja. Wir haben die Wette gewonnen. Wir haben es geschafft. Jetzt könntest du rein theoretisch in den 5 Minuten noch den letzten klettern. Den... Rotauge. Okay. Blauauge. Okay, warte. Damit wir nicht mehr so weit laufen müssen. Wir aktivieren... Also eigentlich wäre das jetzt schon das Ende der ersten Staffel. Ja, haben wir uns so gedacht, so dass wir das in den ersten 5 Folgen schaffen. Wir haben es geschafft. Ich hoffe, ihr habt auch auf mich gewettet. Ich meine, das war nur Happy Hippo Beatrix. Es war eine Sie. Ich verliere doch nicht gegen ein Mädchen. Alleine gegen ihn kämpfen, ne? Das stimmt, aber ist ja nicht wichtig. Also ist ja jetzt egal, ob ich gewinne oder verliere. Machen wir das noch als Bonus hinten dran. Ja, genau. Wir haben noch 4 Minuten, die müssen wir irgendwie rumkriegen. Wir wollen ja keine Folge kürzer machen als die andere. Also nicht viel kürzer machen so, als die andere. Und ich kann mich nicht mehr heilen. Das wird ein Kampf auf Augenhöhe. Das heißt, ich habe schon mal verloren. Okay, warte, wir zeigen euch mal den Typen. Hier, der sieht so aus. Ist quasi so ein Ritter, bloß stärker und im Blau. Wir nennen ihn Siegfried Blechbüchsen Blaumann.
Siegfried, 4 Minuten, 3, 2, 1, macht Pause, wenn er noch nicht Yes oder No geschrieben hat. Wir greifen an. Siegfried, Blechbüchsen, Blaumann. Warum habe ich kein Stamina? Das sind die Lord-Rekorde. Ja. Das sind die Lord-Rekorde. Alter Schwede. Der zieht mir das ganze Stamina ab mit 3 Schlägen. Wenn ich die verteidige. Ich würde sagen, das war's. Ich hoffe, die Wetten sind schon gesetzt. Wie ihr schummelt! Hat er sich geheilt? Nein, er hat sein Schwert noch ein bisschen stärker gemacht. Jo! Okay, alles oder nichts. Oh, Scheiße, das Dach geht jetzt nicht auf. Cooler weg! Du hast es gleich. Siegfried Blechbüchsen, Blaumann. Nein! Nein! Oh, das war so... Scheiße. Oh, Scheiße, wir haben noch 2,5 Minuten gleich. Ja. Machen wir eine Endcut? Ja. Der ersten Staffel? Ja, machen wir eine Endcut der ersten Staffel. Warte, wir machen die Endcut. Und hier. So. Guckt euch das an. Das werden wir alles noch preisen. Bald bist du König vom geballten Land. Das ist mein geballtes Land. So. Da kommen wir noch hin. Wir wissen gar nicht so genau, was das da ist. Aber hier vorne waren wir schon. Das ist cool. Da hinten waren wir schon. Das ist auch cool. Da ganz weit hinten waren wir schon. Das ist auch cool. Und da waren wir, glaube ich, auch schon. Da sind wir uns nicht sicher, aber wir denken schon, das ist auch cool. Es ist nur noch cool. Guckt es euch an. Und jetzt müsst ihr entscheiden, ob wir das weitermachen sollen. Oder, also uns hat es eigentlich Spaß gemacht. Ja. Also so der Finn ist dann dran. Der zweite, der erste Boss ist geschafft. Bertrix haben wir erfolgreich besiegt. Wir sind jetzt 4-mal so schnell gewesen wie beim ersten Mal. Wie beim ersten Mal, als wir durchgelaufen sind. Und da wollen wir noch hin mit euch. Also, ja, lasst es uns wissen, ob wir hier weitermachen sollen oder nicht. Und dann lauschen wir jetzt noch den letzten Klängen der Off-Stimme. Und beenden dieses Video. Happy Hippo Bertrix ist besiegt. Fred erreicht unerahnte Höhen. Fred muss zurück zum Feierlingsschrein, nachdem er seine Seelen geholt hat, und sich aufleveln, um neue Gebiete zu erforschen. Fred ist ein Krieger, der immer weitergehen muss. Fred, hast du jetzt gerade gespeichert? Ja, es tut mir leid, sicher. Egal, dann rede ich eben dem Schwarzbildschirm oder so Dark Souls, dass ich dann einblende oder was auch immer. Feld muss weitergehen. Ihr entscheidet. Und wir wollen es, dass ihr euch positiv entscheidet. Also sagt ja, macht weiter. Finde Mac, ihr seid echt gute Lektion. Macht weiter. Schreibt das in die Kommentare und wir machen weiter. Und wenn ihr es nicht... dann hören wir möglicherweise auf. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Wir werden selbst sehen, wie es weitergeht. Erlebt noch mehr spannende Endgegner gegen Big Booty Johnson and Fat Booty Dumalum Chumalum. Er ist Afghaner. Und und noch andere Gestalten, für die wir noch keinen Namen haben. Die Hexe Baba Yaga, fick mich schnell. Nein, ich meine die Hexe Baba Yaga. So. Das war's. Ciao!